sehe deinen Schmerz. Du würdest ein Herz einem Dümmling wie diesem geben? Du hast heute das letzte Mal gesungen. Mo, beschütze mich! Du stinkende Katze! Du sollst sterben! Verführt törichte Männer und zerreißt allen Frauen das Herz!
Ergebt euch meinem heilenden Kuss. Thank you.
Willst du sie töten, Kazel? Du verwechselst mich mit meinem Bruder. Ich bin ein Diener zu Yantias und kein Mörder. Wir bringen sie zur Zitadelle. Dann soll Caprin entscheiden, was mit ihnen geschehen soll. Zumindest wissen wir den aklorischen Kristall nun sicher in unserer Hand. Verzeih, Kazel. Ich wollte dich nicht verletzen. Carlos gehört nicht mehr zu meiner Familie. Reden wir nicht über ihn. Kehren wir zur Zitadelle zurück, bevor sie aufwachen. Elko, wach auf! Ich weiß, was zu tun ist! Tal? Wo zum... Eilish und Buki wurden an einen Ort namens Cyantia gebracht. Wir müssen sie dort finden. Sofort! Sehen wir uns. Ah!
komisch. Sieht schlecht aus für dich. Thank you.
Ich will eure Innereien breittreten. Die mir im Weg stehen, sollen sterben.
Du hast Glück, du Penner. Statistisch sieht's schlecht aus für dich. Du hast Glück, du Penner. Statistisch sieht's schlecht aus für dich. Verbleien wir die Luft ein wenig. Mal sehen, wer umfällt. Verbleien wir die Luft ein wenig. Mal sehen, wer umfällt. Glück, du Penner. Statistisch sieht's schlecht aus für dich.
versteckt. Verbleien wir die Luft ein wenig, mal sehen, wer umfällt. Thank you.
Habt Dank für alles, was ihr für uns getan habt. Wahrhaftig, ihr sollt entlohnt werden. Hier, nehmt dies. Es ist der Schlüssel zum Dorf. Als Zeichen meiner Dankbarkeit dürft ihr in meinem Lagerhaus wählen, was euer Herz begehrt. Das Lagerhaus ist unten im Hafen, gegenüber dem Bootshaus. In Ordnung. Eingesteckt. Hatten die Mädchen den Kristall? Also ich unterstehe zwar deinem Befehl, Elko, aber im Augenblick sind andere Dinge wirklich wichtiger als der Kristall. Natürlich. Du hast recht. Ich wollte nicht sagen... Schon gut, wir müssen die Mädchen finden. Innereien bleiben.
Söldnerlohn. Let's go.
können nicht weg. Wir müssen erst Eilish und Buki in Ciantia finden. Ihr Leben ist in Gefahr. Gebieterin, wie befohlen folgte ich dem Forscher nach Transentia. Er war nicht allein. Eilish und das Tier waren auch da. Sie haben leider vermocht, ein Portal nach Akloria zu öffnen. Dies könnte die Auferstehung Haigos gefährden. Ich werde sie töten, bevor sie... Nein, erst muss Elko den Kollektor fertigstellen. Und Eilish, sie ist meine Tochter und hat ein großes Talent für Magie. Sie könnte uns sicher später noch von Nutzen sein. Das mag sein, aber lasst euren Verstand nicht von euren Gefühlen beherrschen. Haigo muss wiederkehren, was es auch koste. Uns beiden droht der Tod, wenn wir versagen. Nur der Tod ist uns gewiss. Ich fürchte ihn nicht. Lord Talos, ihr meint den Tod im Kampf. Schnell und voller Adrenalin. Kein Wunder, dass ihr ihn nicht fürchtet. Ich kenne jedoch ein ganz anderes Sterben. Meine Mutter starb langsam, ihr klarer Verstand gefangen in einem dahinsiechenden Körper. Ohne Haigu wird auch eure Stärke mit den Jahren dahinschwinden. Was ist mir ein Mörder, der nicht mehr töten kann? Was ist mir ein Königreich, wenn ich schwach und gebrechlich bin? Wenn das Alter kommt, werdet ihr kämpfen oder den Tod hinnehmen? Der Tod ist unausweichlich. Das werden wir ja sehen. Ich werde Haigu in euch auferstehen lassen. Im Gegenzug wird er mir endlich Unsterblichkeit verleihen. Sorgt dafür, dass Elko zurückkehrt und den Bau der Kristalltürme abschließt. Eilish ist naiv. Irgendwann wird sie von allein zurückkehren. Blumen sind solch vergängliche Freunde. Der Sommer lässt sie erstrahlen, doch schon der Herbst zerfrisst ihre herrlichen Roben. Ich will diesem gnadenlosen Kreislauf entgehen, koste es, was es wolle. Stehen sollen sterben.
Ich will eure Innereien breitreten. Die mir im Weg stehen sollen sterben. Die mir im Weg stehen sollen sterben. Die mir im Weg stehen sollen sterben. Ich will eure Innereien breitreten. Die mir im Weg stehen sollen sterben. Verleihen wir die Luft ein wenig. Mal sehen, wer umfällt. Du hast Glück, du Penner. Statistisch sieht's schlecht aus für dich. Verbleien wir die Luft ein wenig. Mal sehen, wer umfällt.
Schau, da sind sie. Du bist kein Soldat, Elko. Bleib einfach ganz ruhig. Spiel nicht den Helden und keine cleveren Aktionen. Natürlich. Und Tal, lass bitte auch alle dummen Aktionen, okay? Keine Sorge. Ich kriege diese Ketten schon auf. Schließ die Augen. Psst. Was machst du denn, Tal? Hör auf mit dem Lärm. Der Wächter hat einen Schlüssel. Oh, verstehe. Macht nichts, Tal. Das war sehr tapfer. Mega laut, aber sehr tapfer. Wir müssen uns beeilen. Die andere Wache ist unterwegs, um Verstärkung zu holen. Sie werden jeden Augenblick hier sein. Oh, ganz gewiss. Vor allem nach Tals gelungenem Auftritt als Turmglocke. Hör mal, ich wollte nur helfen. Das ist mir jetzt total egal. Wollen unsere Gäste denn etwa schon gehen? Ich fürchte, das können wir nicht zulassen. Nein, auf keinen Fall. Sind diese Deppen hier die Rettungsmannschaft? Moment, wen nennst du hier? Eilish? Er sieht aus wie du, Kazel. Ein Anthropomorph. Was ist? Das ist sehr eigenartig. Es kommt mir fast so vor, als würde ich in den Spiegel schauen. Tja, wir sehen uns schon irgendwie ähnlich. Auch wenn du etwas farblos aussiehst. Wie bitte? Mal sehen, ob du nach dem Verhör auch noch so große Töne spuckst. Hey, wir wissen nicht, was ihr wollt oder wer ihr seid. Aber wir sind euch keine Rechenschaft schuldig. Halt die Klappe! Ihr Haskilia denkt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber dies ist Akloria und der Freistaat Cyantia. Ihr habt zwar unser Land verdunkelt, aber nicht unseren Geist. Also legt die Waffen nieder oder tragt die Konsequenz. Das sind sehr unkluge Worte. Hört jetzt mit dem Unsinn auf. So kommen wir nicht weiter. Wenn ihr nicht hören wollt, dann zwinge ich euch eben. Halt. Still. Schweigen. Wart, sollt ihr erwachen. Oh. Ah! Hey, wo bin ich? Du Dreckige! Du sollst sterben. Ich blas dir den Kopf weg. Oh. Verzeihung. Also, nachdem ihr nun erfolgreich den Kronleuchter zerstört habt, wie wär's, wenn mir einer erklärt, worum es bei dem Streit ging? Ich bin Tal, ein Soldat Illuminas. Das ist Elko. Wir sind hier, um unsere Freunde Eilish und Buki zu befreien, die von diesen Söldnern entführt wurden. Sie wollten den Kristall von Akloria stehlen. Dieser Kristall ist Teil meines Forschungsprojekts, das nichts mit den beiden zu tun hat. Wenn er Kristalle erforscht, steckt er doch tief in der Sache drin. Schweigt! Verzeiht den rauen Empfang, aber wir sind ein verzweifeltes Volk. Wir brauchen eure Hilfe. Warum sollten wir euch denn helfen wollen? Akloria stirbt. Das Licht wird immer schwächer. Für euch ist Licht nur da, damit ihr sehen könnt. In Wahrheit ist es die Quelle allen Lebens. Es ist ein Zauber. Unsere gemeinsame Liebe. Schaut euch nur um. Erkennt ihr jemanden? Eure Welt und unsere Welt bildeten früher den Planeten Sudeki. Er wurde erschaffen für Tetsu, einen gütigen Beschützer. Doch dann kam sein eifersüchtiger Bruder Haigu und zerteilte Sudeki und alles Leben darin in zwei. Tausend Jahre lang entwickelte sich Akloria parallel zu Haskilia. Jetzt jedoch leiden wir im Dunkel,
während Haskilia im Glanz erstrahlt. Warum? Das Licht, das uns einst leuchtete, schwindet aus unseren Himmeln. Wir glauben, dass es in eure Welt fließt. Also bitte, ich will Fakten, kein poetisches Geplänkel. Warum habt ihr Haskilia überfallen, wenn ihr uns so liebt? Pah! Weshalb sollte ich das alles glauben? Es waren abtrünnige Truppen, die das Dunkel in den Wahnsinn trieb. Wir haben schon lange keine Truppen für einen Angriff mehr. Diese Situation betrifft uns alle, Elko. Wo das Licht aus Akloria fließt, entsteht ein Vakuum an Lichtmagie. Wenn das geschieht, eilen die verlorenen Seelen des Nichts herbei, um es zu füllen. Diese üblen Geschöpfe plagen eure und unsere Welt. Wir nennen sie Lichtkreaturen. Mein Bruder wurde... Wir dachten, euer Volk hätte sie gesandt. Sie tauchten auf, als die Himmel sich zu verdunkeln begannen. Wir haben keine Kontrolle über sie, aber irgendjemand beschwört sie herauf. Wir müssen herausfinden, wer es ist. Ich versuche seit Jahren, diese Kreaturen mit Hilfe der Kristalle zu bekämpfen. Ich habe euch nichts zu beweisen. Wenn wir euch helfen, hört ihr dann auf, Haskilia zu überfallen? Jeder in Akloria will Frieden. Moment mal, Akloria ist hier der Aggressor. Biedere du dich ruhig beim Feind an, Tal. Für mich hat das Wohl Haskilias Vorrang. Ich gehe. Lass ihn gehen. Elko ist Wissenschaftler. Natürlich ist er skeptisch. Wir sollten ihm Beweise liefern. Ich könnte einen Zauber wirken, mit dem wir sehen könnten, wie das Licht uns verlässt. Dazu bräuchte ich jedoch die Schale der Wahrheit. Wo ist diese Schale? Kommandant Geren sollte sie für mich in der Festung von Akloria bewachen. Aber das Dunkel hat seinen Geist verwirrt. Seine Truppen dienen nicht mehr Syantia. Ein Soldat ist uns jedoch loyal geblieben. Er heißt Kuhl. Ich werde ihn wissen lassen, dass ihr kommt, um die Schale der Wahrheit für mich zurückzufordern. Tal, versuche gemeinsam mit Kazel, Alexin und Nico, mir diese Schale zurückzubringen. Gemeinsam können wir es schaffen. Ich glaube nicht an Schicksal. Das bilde ich mir alles nur ein. Die Götter warten auf deine Antwort. Einheit wird nicht ohne Glauben erreicht. Glaube an Libius, und mein Diener wird es dir vergeben. Nein, das waren doch alles nur Hirngespinste, oder etwa nicht? Wenn ihr es euch leisten könnt, solltet ihr bei Kamo Heilgegenstände kaufen.
Ich kann nicht vergessen, an was er sich erinnern sollte. Ich habe vergessen, was ich hier vergessen wollte. Enchanté. Es ist schön, endlich Gäste zu haben. Ich, Antoine de Mont, kann euch einen komfortablen Ort der Ruhe bieten. Aber natürlich, seid willkommen und ruht euch aus. Bon. Enchanté. Es ist schön, endlich Gäste zu haben. Ich, Antoine de Mont, kann euch einen komfortablen Ort der Ruhe bieten. Ich war einst Minister für Anthropomorphenfragen, aber sowohl mein Volk als auch die Regierung sind untergegangen. Jetzt führe ich diese bescheidene Herberge. Sicher, das ist schon ein Rückschritt. Ich war einst Minister. Wenn nur die Sonne wieder schiene, alles würde wieder normal. Da glaube ich fest dran. Camo, kann ich behilfen? Ach was, dir ist nicht zu helfen. Kauf einfach was und verschwinde. Die Zitadelle von Xiantia hielt für 50 Jahre stolze Wacht, bevor das Heer ausflippte und das eigene Mauerwerk hochgehen ließ. Ich ließ mich kurze Zeit danach hier nieder, im sicheren Wissen, dass bei so viel Dummheit auch viel Geld zu machen ist. Ich bin... Was? Kein Trinkgeld?
Halt, kein Zutritt.